Sie sind unlängst Großmutter geworden, haben Sie mir erzählt. Ja. Ist mit dieser neuen Rolle auch sowas wie ein neuer Rollenzwang verbunden oder überwiegt die Freude? Ich glaube, Großmutter ist etwas, was wirklich freigestaltet werden kann und sich nur mehr im Rahmen der schon getroffenen Vereinbarungen bewegt. Also so gesehen ist das im Grunde einen, so wie es sein sollte. Sie selbst sind ja in einer katholisch geprägten Familie aufgewachsen, an der Seite oder mit vier Brüdern. Liegt dort diese Grunderfahrung, dass es von Nachteil ist, als Frau auf die Welt gekommen zu sein, rührt sie daher? Die Brüder sind, glaube ich, nicht der Grund oder Schuld. Ich glaube, dass die Welt immer nachgewiesen hat, dass die bevorzugt werden. Sie schreiben in den Frankfurter Poetik-Vorlesungen an einer Stelle, ich zitiere, Frauen sind die besten Abonnentinnen in der Abteilung Frauenverachtung des Archivs des Patriarchats. Stimmt also das Klischee, dass Frauen einander die größten Feindinnen sind? Ich glaube, dass das auch wiederum nicht so einfach festgestellt werden kann. Prinzipiell glaube ich, dass Frauen teamfähiger sowieso sind und wenn die Umgebung partizipativ gestaltet ist, glaube ich, dass Frauen wunderbare Teams bilden können und dass, wenn eine Frau sich entschließt, professionell zu sein, dann bin ich bei ihr viel besser aufgehoben, weil sie nicht den kleinsten Macho-Erinnerungszug hat, der sie zwingt, irgendwelche Dinge zu machen, die jetzt nicht diesem Professionellen entsprechen würden. Ich fliege viel lieber mit Pilotinnen, weil ich weiß, die müssen nichts beweisen. Aber in den Bereichen, in denen diese Professionalität sich nicht so technisch darstellen lässt, in der die Werteskalen, die Hierarchien anders hergestellt werden als durch ein ganz klar überprüfbares Wissen und Können, da, glaube ich, ist es sehr schwierig, dass Frauen wirklich rechtzeitig, bevor sie dann zu alt sind, und die Erkenntnisse sammeln müssen, weil das über die Alterskurve einfach mitgeteilt wird, die Großzügigkeit einander gegenüber an den Tag zu legen. In öffentlichen Gesprächen, auch jetzt, sind Sie immer sehr darauf bedacht, ein gewisses diskursives Niveau nicht zu unterschreiten. Sind Sie nicht manchmal verleitet, Ihrer Aggression oder Emotion einfach freien Lauf zu lassen, auch in der Öffentlichkeit? Sie meinen, ich laufe mal schreiend auf die Bühne der Salzburger Festspiele und führe mich auf? Ja, das ist eigentlich das in den Texten ja ohnehin da. Es ist sehr klug von den Salzburger Festspielen, nie ein Stück von mir zu spielen, weil das wäre genau das. Das ist das, was ich zum Beispiel in den Theaterstücken mache, nämlich schreiend auf der Bühne vor Wut tobend zu wälzen und allen auch mal was ins Gesicht zu werfen. Dazu ist ja Kunst ein wunderbares Mittel. Ich selbst, glaube ich, bin ganz zufrieden. Ich halte Versprachlichung für ein unglaublich gewalttätiges Mittel. Wenn wir schon bei den Medien sind, Sie sind eine der bekanntesten politisch engagierten Schriftstellerinnen im deutschsprachigen Raum und eben als solche auch eine öffentliche Figur und als solche nicht nur Freundlichkeiten ausgesetzt. Gängige Zuschreibungen wie feministisch verbohrt, spröd, kühl, distanziert. Kichern Sie da insgeheim angesichts oder ob dieser Kategorisierungen oder tut es Ihnen manchmal dann auch weh? Naja, ich glaube, es ist unbestreitbar, dass es hier Verletzungen geben kann. Das ist ja gar keine Frage. Also vor allem, wenn Sie so Hetzcharakter annehmen wie die perversen Feministinnen, die sind schon auch lustig. Es ist auch lustig. Aber es ist natürlich, es lässt darauf schließen, was dahinter steht. Und das ist natürlich eine große Tragödie. Personen, die es nicht aushalten, dass andere etwas anderes sagen als sie selber und sich dem nicht geben und damit eine Chance vergeben, einen Diskurs zu beginnen, das ist immer eine Tragödie. Sprachkritische Arbeit durchzieht Ihr gesamtes Werk. Grammatik legt den Blick fest, glaube ich, ist ein Zitat aus Ihren Texten.
dieses grammatikalische Aufbegehren gegen den Zustand der Welt. Bringt das was? Es bringt gar nichts was. Das ist doch eine alte Geschichte. Das ist aber genau das, wo wir begonnen haben mit dem kleinen Mädchen. Die Welt ist über eine Grammatik festgelegt und beschreibbar. Das lernen sie und das lernen sie nie anwenden. Und das ist doch genau das Interessante daran, das einmal nachzuschauen, was es nun bedeutet, diese Satzanalyse, die sie in der Volksschule gelernt haben, nun wirklich anzuwenden und zu fragen, was bedeutet es, dass das so verknüpft ist. Und die Bedeutung, die herauskommt, ist, dass Macht sich der Sache bedient und wenig Freiheit möglich ist, sich daraus zu entwinden und einen eigenen Satz zu formulieren. Und genau darum geht's. Im Grunde geht es doch nur darum, dass Personen sich ihr Leben selbst erzielen können. Sie haben stets eine affirmative Rezeptionshaltung abgelehnt. Sie tun ja in Ihren Texten auch alles erdenklich Mögliche, um so etwas wie eine identifikatorische Leseweise auch unmöglich zu machen. Warum ist Ihnen diese Distanz auch zum Leser hin so wichtig? Ja, weil das Manipulation ist. Und wer Manipulation will und sie haben möchte, der muss dann damit leben. Das halte ich erstens für unästhetisch. Und zweitens ist das genau das, wie das 20. Jahrhundert entstanden ist, ist über den identifikatorisch gelesenen bürgerlichen Roman. Und dazu habe ich wenig Lust, wie man sich leicht vorstellen kann, das zu wiederholen. Feministische Erbauungsliteratur also war nie wirklich Ihr Metier, aber so hier und da spüren Sie in sich so den Reiz oder den kleinen Willen, ein bisschen billiges Glück oder ein bisschen spontane Erleichterung dem Leser oder der Leserin zu bieten? Naja, das ist, weil es Gift ist, mache ich es nicht, weil es ja zur Vergiftung führt. Wenn Gift verabreicht wird, entsteht Vergiftung und das würde ich doch niemandem antun. In Ihrem jüngsten Roman, auf den wir jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, Kreuzungen, entwerfen Sie eine bestens situierte Männerfigur, die trotz aller Brüchigkeit, trotz aller Identitätsschwierigkeiten maßlos ist und selbst im Moment des absoluten Versagens, könnte man sagen, Welteroberungsfantasien, Unterwerfungsfantasien hat. Also dieser Mann hat ja kein Geschlecht mehr. Der ist ja Post, der ist ja richtig das aufgelöste neoliberale Subjekt, das sich über Splitter immer wieder in eine neue Position morphen kann. Das ist ja, haben wir ja aus den Videospielen gelernt. Sie ziehen einfach ein anderes Leiberl an und sind eine andere Person. Das ist eine Erinnerung an die Uniformen, aber es ist natürlich nicht, sind nicht die Uniformen. Und da, das geht, diese Selbstführung, die kann diese Person einfach perfekt. Es ist an einer Stelle in dem Roman von einer absoluten Trennung von Inhalt und Form die Rede, bezogen auf alternde Frauen, die sich sozusagen Jugend ins Gesicht machen lassen, um fortbestehen zu können in dieser Welt. Ist dieses Auseinanderklaffen von Form und Inhalt nicht etwas, was im Grunde ein wesentliches Merkmal unserer sogenannten gegenwärtigen Kultur ist? Naja, es ist nur mehr Form. Inhalt gibt es eben nicht, weil es auch keine Institution gibt, die den beinhalten könnte und damit zur Verfügung stellen. Also es sind alle zusammengebrochen, die metaphysischen Projekte der Utopie und Religion sind gescheitert. Da gibt es höchstens noch die Anleihe für Populismen, aber nichts, was wirklich den Inhalt liefern könnte. Und genau an dem Punkt, glaube ich, ist die Welt und das ist ein sehr spannender Punkt. Es heißt einmal in dem Roman Kreuzungen, Angst war ein Gegenmittel gegen Intelligenz. Fürchten Sie sich manchmal? Ja, vielleicht habe ich mich so viel gefürchtet, dass ich so intelligent werden musste, was mir ja so vorgeworfen wird. Aber natürlich ist Angst, beinhaltete Angst ist die beste Methode, zu Geist zu kommen, selbstverständlich. Wir waren bei der Macht. Sie sind ja der gleiche Jahrgang wie Jörg Haider. Beschäftigt Sie das hier und da oder?
Das fällt auf, ja, das fiel mir schon auf. Vor allem fiel mir auf, dass er, wie ich Jus zu studieren begonnen hat, schon Assistent war. Das war sehr, also wissenschaftliche Hilfskraft. Da dachte ich mir, wie hat er das gemacht bei Winkler damals? Und ich kann es mir heute vorstellen. Ja, das ist doch auch ganz, ganz passend. Diese sehr schwierige Zeit, völlig anders bewältigt zu haben, beschreibt einfach Geschlechtergeschichte, beschreibt Geschichte der Provinz Österreichs, beschreibt den Aufstieg einer Person, die auf der Seite der Hegemonie als junger Mann, als fescher junger Mann, dann eben einfach vom Professor gleich diese Position bekommt, während ich als ganz fesche junge Frau irgendwo in der 35. Reihe sitzen musste und meinen Aufsatz zur Staatskunde dem Herrn Jörg Haider in die Hand geben musste, der sich schon lustig gemacht hat damals. So gesehen ist das auch ganz, alles ganz richtig. Es ist alles richtig. Das Schöne ist an der Welt, es wird nicht gelogen. Sie sprechen von Ihren Jugendjahren. Heute sind Sie eine Frau über 50, könnte man sagen. Was macht das Älterwerden mit Ihnen? Das ist im Grund großartig. Nachdem das Leben ja nun gelebt werden muss und diese Passagen durchschritten werden, finde ich die jetzige Zeit eigentlich eine besonders angenehme. Es ist ja auch eine Zeit der Meisterschaft, Meisterinnenschaft. Etwas ist gelernt, kann angewandt werden. Die Lebensentscheidungen sind gefallen, sind so, wie sie sind, sind nicht mehr veränderbar. Diese Kinder gibt es nun, damit ist alles richtig gewesen, was auch falsch gewesen ist. Es gibt die Fortsetzung, ich habe nicht zu viel versäumt in dem, was ich von mir selbst verlangt habe. Das kann doch nur besser weitergehen. In Ihren Tübinger Poetikvorlesungen schreiben Sie, bezogen auf die mediale Präsenz, vor allem von Autoren, ich zitiere, verdenken Sie es bitte auch niemandem, wenn er oder sie an diesem Zirkus teilnimmt, und nehmen Sie es als das, was es ist, Schein, Scheindarstellung, Scheingefechte, ausschlaggebend bleibt der Text, sonst nichts. In diesem Sinne danke für das Gespräch. Ich danke.